Heute im Test mehr Objektive, als ich gerade in den Händen halten kann. Denn ein drittes kommt noch dazu, das Sigma 16mm 1.4, 30mm 1.4 und jetzt nicht zu sehen 56mm 1.4. Was haben die gemeinsam? Jetzt auch verfügbar für das sechste Bajonett, nämlich Nikon Z. Deswegen sehen die hinten auch so ein bisschen unförmig und größer aus. Wie das in Sachen Autofokus funktioniert, den Rest kennt ihr eigentlich schon. Das erfahrt ihr jetzt im Kurztest. Ja, nennen wir es mal so. Hier haben wir denn die drei Objektive nochmal nebeneinander, das 16mm, das 30mm und das 56mm, alle mit einer durchgehenden Blende von 1,4, wie ihr hier sehen könnt. Alle drei jetzt, wie ich ja schon meinte, im sechsten Mount für Nikon Z verfügbar. Davor für Canon EFM, MFT, Sony E-Bajonett natürlich, den L-Mount und Fujifilm X auch noch relativ neu. Jetzt, wie gesagt, der sechste noch mit Nikon Z. Und die mit größte Änderung davor, das waren ja alles, ich sag mal, ja, eben MFT, APS-C-Geschichten. Jetzt der erste so richtige Sony E-Mount in Anführungszeichen, ja eher APS-C-designt, noch jetzt ein richtiger Vollformat-Mount, ziemlich groß. Ihr seht es dementsprechend hinten hier, es wird einfach nochmal ein bisschen größer. Also es sieht jetzt einfach nicht wie so eine native Version aus für das Nikon Z-Bajonett, sondern so ein bisschen angeflanscht, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch und weiterhin sehr gut von der Verarbeitung. Ihr habt ein bisschen Metall mit drin, unter anderem hier im Bajonettbereich, sonst viel Kunststoff, aber auch der solide und wie ihr seht im Lieferumfang mit dabei auch Streudichtblenden. Beim 56er ist auch einer dabei, habe ich jetzt einfach tatsächlich heute nur vergessen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie es um den Autofokus steht. Dann ist der eigentlich spannende Punkt. Sonst die Objektive haben wir schon mal getestet. Also wenn ihr da in die jeweiligen Testvideos reinschauen wollt, findet ihr auch in der Infocard oben verlinkt. Starten wir unsere Autofokus-Testsequenz mit dem 16mm 1.4 und ich kann etwa so nah rankommen, wenn ich wollte. An der Nikon Z50, das Objektiv ist die Kamera ist nicht stabilisiert, das Objektiv auch nicht. Wir haben jetzt nur die digitale Stabilisierung in der Kamera drin. Also wenn es ein bisschen wackelt, ja, das liegt einfach da dran. Bei anderen Kamerasystemen hat man ja eher mal ein stabilisiertes Gehäuse dahinter, hier jetzt in dem Fall leider nicht. Aber sonst, ihr seht ja, Autofokus funktioniert ziemlich solide. Wenn es jetzt irgendwie mal einen kleinen Wackler, Ruckler gibt, ist ja tatsächlich noch Firmware 0.99 drauf, noch nicht 1.0. Also vielleicht gab es noch minimale Anpassungen, aber ich habe nichts gehört im Bereich Autofokus, dass da noch was angefasst wurde. Punkt B, die Nikon Z50 ist so schon mittlerweile 4 Jahre alt, also 2019 kam die raus. Hat aber ja de facto auch nur Technik aus der D7500 und Nikon D500, also was Sensor und Bildprozessor angeht. Also eigentlich ist das technologisch schon so 7 Jahre, 8 Jahre mittlerweile etwa alt, was da eingebaut ist. Also das geht heute mit modernen Kameras tendenziell deutlich besser. Hat Nikon nur noch nicht im APS-C-Segment, also müssen wir nehmen, was gerade vorhanden ist. Nur um zu sagen, sollte demnächst, ich tippe, da kommt irgendwann mal was, eine neue Nikon APS-C-Kamera rauskommen, dann geht das vielleicht auch noch ein bisschen besser in Sachen Autofokus. Aber wir gucken jetzt auch noch das 30mm an und danach das 56er. Genau, 30mm, auch das noch einmal schnell im Test angeschaut, wie das mit dem Autofokus funktioniert. Auch hier habe ich jetzt keine echten Kritikpunkte gesehen. Also es kann nachführen, soweit eben die Kamera hier in dem Fall irgendwie mitspielt. Und ihr seht ja auch schon dementsprechend hier ein bisschen mehr Bokeh, mit dem man spielen kann, mit einer Ticken längeren Brennweite. Aber das Ganze wird natürlich viel, viel, viel besser, wenn wir jetzt nochmal auf das 56mm 1.4 wechseln. Das ist ja von der Brennweite dann eher ein Äquivalent zu 85mm am Vollformat. Hier hat man nochmal wirklich ein bisschen Bokeh zum Spielen mit dem 56mm 1.4. Ja, wie gesagt, eher 85er. Natürlich könnt ihr damit auch ganz toll fotografieren. Das steht hier außer Frage. Ich habe auch natürlich noch mal ein paar Testfotos gemacht, jetzt hier am Nikon Z-Bajonett. Aber wie gesagt, in Sachen Bildqualität hat sich da so gesehen nichts verändert. Und auch hier der Autofokus wirklich schön, wenn ihr damit mal ein bisschen filmen wollt, ein bisschen rumspielen, was damit so möglich ist. Kann auch hier schön weich nachziehen. Also ich denke mal, was man zusammenfassend sagen kann, egal ob jetzt 16mm, 30mm, 56mm, Autofokus funktioniert. Der einschränkende Faktor ist, wenn dann mittlerweile eher die Kamera dahinter. Also ich hoffe sehr, dass Nikon da den nächsten Mal neue Technologie bringt, nach nicht ganz einem Jahrzehnt, aber wir gehen langsam darauf zu. Also diesen Sensor aus der Nikon D500, D7500 irgendwann mal ersetzt. Und dann glaube ich, können die Objektive auch noch mal ein bisschen besser zeigen, was sie denn drauf haben in Sachen Autofokus-Technologie.
Ja, und damit würde ich sagen, ab Richtung Fazit, ja, was können die Objektive denn und gerade natürlich, was kosten sie? Das ist ja auch ganz wichtig. Mein Fazit zu den neuen Nikon Z-Objektiven. In Sachen Bildqualität hat sich da einfach nichts geändert im Vergleich zu den anderen fünf Mounts, die ihr habt. Gut, bei MFT seid ihr nicht so an den Bildecken, aber abseits davon gab es ja keinerlei Änderungen. Also kommt ein bisschen auf die Objektive drauf an. Es sind jetzt nicht die allerbesten. Sie haben ja auch durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das 30mm 1.4 ist ja auch, ich glaube sogar, Sigmas allererstes natives DSLM-Objektiv. Man sieht es hier auch aufgedruckt an der 016. Das steht ja für das Designjahr. Also 2016 wurde das ursprünglich mal entworfen. Wird ja auch schon wieder 7 Jahre her. In der Zeit hat sich optisch auch einiges nochmal getan. Preislich natürlich alles sehr unterschiedlich. Das ist auch gerade noch so ein kleiner Punkt. Sie sind im Schnitt ein bisschen teurer als die anderen Bajonettanschlüsse, die verfügbar sind. Nehmen wir hier mal das 16mm. Das kostet für Nikon knapp 500 Euro. Für alle anderen sind so 370 bis 400 Euro. Also sagen wir mal über den Daumen jetzt 100 Euro Aufschlag. Und hier gibt es auch mittlerweile eine tolle Alternative, wie ich finde. Und zwar das Wildrox 13mm 1.4. Also selber Lichtstärke, noch ein Ticken weitwinkliger. Und einfach eins der besten Wildrox-Objektive, das bisher entworfen wurden, finde ich persönlich einfach sehr, sehr, sehr schön, was sie da rausgebracht haben. 30mm ist auch für alle anderen das Billigste. Da zahlt ihr normalerweise so um die 400. Hier zahlt ihr so 330 Euro, also auch nochmal 70 Euro Aufpreis. Andersrum, 330 Euro für alle anderen, 400 Euro für die Variante Nikon Z, also 70 Euro mehr. Und beim 56mm knapp 500 Euro für die Z-Variante, knapp 400 Euro für alle anderen, also auch da ein 100er Aufpreis. Ist es das Geld wert? Also gerade beim 16mm, wie gesagt, würde ich eher zum Wildrox greifen. Beim 56er ist auch nicht das allerbeste, aber würde ich sagen, in Ordnung. Beim 30mm 1.4 denke ich, wenn es sich preislich eher an die anderen Mounts irgendwann orientiert, also auch im Bereich 330 Euro kommt, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall noch eine ziemlich gute Wahl, die ihr da treffen könnt. Nichtsdestotrotz, es sind hier so die ersten Festbrennweiten abseits von Wildrox, die jetzt auch für Nikon Z im APS-C-Segment verfügbar sind. Und da finde ich es einfach generell schön, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten habt. Beim 30er, beim 56er ist gerade noch nicht viel mit Alternativen, außer Wildrox auch stellenweise. Beim 16mm, wie gesagt, ja, das Wildrox. Was haltet ihr davon, dass Sigma jetzt auch bei Nikon Z im APS-C-Segment vertreten ist? Gute Entscheidung oder hättet ihr euch ein paar andere Sachen eher gewünscht, auch im Vollformat? Haut es auch mehr gerne unten in die Kommentare hinein.